Was gibt's hier zu lesen? Die Ballade von Basim. Was? Mit der Kapuze tief im Gesicht erkennt der Feind sein Antlitz nicht. Durch die Stadt auf verschlungenem Pfade pirscht Basim und zeigt keine Gnade. Den Übeltätern in ihren Mauern und all den Sündern, die dort lauern. Er hilft den Ehrbaren und Schwachen, den Krisen ist ins Gesicht zu lachen. Denn er ist ein großer Held, dem es nicht schwerfällt, auch bei ärgsten Widrigkeiten das Scheusal in sein Grab zu geleiten. Ich bemerkte seine Tapferkeit, als er mir in schwerster Zeit einen Weg zur Rettung fand und auch meinen Liebsten beistand. Dafür gebührt höchster Dank ihm, dem Mann mit dem Namen Basim. Wie geil. Alter, wie cool ist das denn? Das liegt ja einfach rum. Was ist das denn da hinten? Interagieren? Womit interagieren? Was ist das? Diebesreigen, nimm dir den... Ach, das ist der Brief. Ja, okay. Können wir machen, ne? Ein Hilfegesuch von Marjana. Der Tochter von Ali Baba. Ein Händler. Unermesslich reich. Was könnte die Tochter eines berühmten Kaufmanns wollen? Da steht, ich soll sie vor den Toren von Bagdad treffen. Ali Baba? Der? Ali Baba? Marjanas Hilfegesuch. Verborgener. Ich heiße Marjana. Ein alter Freund namens Beshi verwies mich auf dich. Er sagte, dass ihr schattenhaften Figuren vertrauenswürdig wärt. Und daher hoffe ich, dass du mir bei einer heiklen und möglicherweise gefährlichen Angelegenheit helfen kannst. Es geht um meinen Vater, Ali Baba, und die 40 Räuber. Sicherlich hast du seinen Namen schon einmal gehört. Noch nie. Keine Ahnung, wer das ist. Komme schnell zu mir vor die Tore im Süden Bagdads. Marjana. Cool. Einfach Ali Babas Tochter schreibt uns. Klar, warum nicht? Ich meine, wir sind der Held aus der Ballade. Was ist das? Ein fantastischer Kauf, Bruder Fulad. Beim Durchstöbern der Büchermärkte fand ich eine Abschrift der Sammlung der Verse der Araber. Sie beinhaltet sogar das Gedicht, welches Kab ibn Suhair dem Propheten höchstpersönlich vortrug. Das habe ich schon gelesen. Sorry. Aufträge. Oh ja, die Aufträge wollte ich mir noch angucken. Cool, dass wir diesen Brief gefunden haben. Auftragstafel. Okay, der Sklavenhändler. Der Raub der Karolingermünze. Der Botanist. Der entführte Gelehrte. Die markierten Münzen. Was? Was war das? Wo sind die Aufträge hin? Ich kann nicht anders. Ich bin süchtig. Was soll ich machen? Ich meine, wir kriegen ja auch Belohnung dafür, ne? So ist ja nicht. Nadu? Kann ich mit dir reden? Was ist denn hier? Ach, Essen. Ja, gut. Nachforschungsmenü. Was haben wir hier bekommen? Wahrscheinlich hier die Tochter von Ali. Baba. Finde Ali Babas Tochter. Eine Schwerttänzerin und Söldnerin. Das ist echt interessant, muss ich sagen. Die Aufträge hin oder her. Oh. Der uralte Orden, Nihals Aufgabe. Ach, hier müssen wir die... wir müssen hier diese Dinger finden. Diese Scherben. War das eine Scherbe, die wir da gerade gesehen haben? Hier war irgendwas markiert. Da. Eine rätselhafte Scherbe. Ja, wenn wir schon in der Nähe von einer sind, sollten wir da hin. Ich glaube, das war eh markiert. Auf der Minimap. Auf unserer Map. Da gehe ich hin. Taschendiebstahl. Hey, mein Freund. Wie geht's denn so? Hm? Cool, mir auch. Danke. Tschüss. Ein sumerischer Ring. Mehr hast du nicht? Das ist ja peinlich, dass ich meine Finger beflecken musste mit deinem Ring. Sorry, Entschuldigung. Kann ich dir wieder aufhelfen? Ich kann nichts klauen von dir. So, wo ist denn jetzt da? Da ist noch eine.
Oh, ja, ja, da müssen wir hin. Wir müssen alle die Scherben einsammeln. Hier ist ein Mitglied von Aviab. Oh ja, ich sehe es. Stimmt, da war was. Wir müssen denen das klauen. Hey, poste den Tod! Das Vergnügen lag ganz bei uns! Das hat nicht so gut geklappt. Das lief nicht so gut. Ich brauche trotzdem die Scherbe. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften. Junge, mach auch keine Fehler. Reiß dich zusammen, Basil. Sofort. Ja. Mach ich. Die Scherbe habe ich, ne? Ja, Freunde, sorry, aber ganz ehrlich, ihr seid selber schuld. Du hast genügend rätselhafte Scherben, um ein Ausrüstungsstück zu bekommen. Echt? Wir haben genug? Da sollten wir mal hin. Da sollten wir sowas von hin. Wo war denn jetzt die andere Scheibe? Scheiße. Muss zurück auf die Brücke, von da konnte man die sehen. Ja, sorry, ich wollte eigentlich... Man muss... Nichts, nichts. Oh, ist so ein Ding, was ich abreißen kann. Das sollte ich direkt mal tun. Oh, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Nein, 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 ihr seht mich nicht. Nein, 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 nein. Wachen werden gut aufpassen. Nein, werden die nicht. Schau. Das war knapp. So, wo ist jetzt diese... Hä, wo ist denn diese Scherbe jetzt? Ich habe doch hier irgendwo eine gesehen. Ich kann aber nicht... Warte, ach, die sind auch weiter weg, deswegen. Oh, okay. Ja, das ist... Verlorenes Buch. Ja, da können wir auf jeden Fall hin. Hier soll ich hin. Aussichtspunkt, er sieht hoch aus. Wahrscheinlich eher nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Die Gebrüder Banu Musa. Achso, das habe ich schon gefunden. Inventar. Was haben wir bekommen? Ach so, rätselhafte Scherbe. Ja, ja, ja. Wir sollten einfach mal einer Nachforschung nachgehen. Würde ich jetzt mal sagen. Aufträge, ja. Das würde mich hier schon interessieren, ne? Ein Brief von Marjana. Finde Ali Babas Tochter. Boah, irgendwie will ich das machen. Ich weiß nicht warum. Das finde ich voll interessant. Das ist super weit weg. Okay, vielleicht mache ich das lieber doch nicht. lieber nicht. La, schade. Hätte ich gern gemacht, aber wenn ich in der Nähe bin, dann ja. Dann machen wir das. So, das hier ist... ich guck mal, wie weit die Aufträge von mir entfernt sind. Nicht mal 200 Meter. Der Sklavenhändler. Bitte des Auftraggebers mit Feuer töten. Okay, das ist hart. Der Sklavenhändler. Hört mich an, Verborgene. Erinnert ihr euch an den Waffenhändler, den wir retteten? Nun, jetzt trägt unsere gute Tat Früchte. Er hat uns berichtet, dass ein berüchtigter Sklavenhändler im oberen Hafen eine Ladung mit menschlicher Fracht vorbereitet. Dieser Sklavenhändler ist ein hinterhältiger Teufel, der für die Gräueltaten, die er begangen hat, angemessen leiden muss. Verbrennt ihn bei lebendigem Leibe. Viel Glück, Ali. Okay. Ich weiß noch nicht wie, aber... Aber ja, so machen wir es, Ali, so machen wir es. Also, wie soll ich denn Wahrscheinlich gibt es da irgendwo was, womit wir ihn ein bisschen ansengen können. Wir werden es sehen. Und was wir auf dem Weg finden, schnappen wir uns natürlich auch. So im Vorbeilaufen. Ah, Freunde, ey, dieses Spiel... Das hat schon einiges. Gefällt mir voll gut. Es macht echt Spaß. So, was ist jetzt hier? Wo ist der Kollege? Und wo ist ein Feuer, wo ich ihn reinschmeißen kann? Der Sklavenhändler. Töte den Sklavenhändler. Ja, ja, ja. Ich muss ihn erstmal finden, ne?
Sei meine Augen, Kido. Oh. Nein, das ist er nicht. Das ist er. Auch nicht. Hä? Wo guck ich denn hier? Oh, wo? Ach da. Hier irgendwo? Oh. Da läuft er. Okay, jetzt ist die Frage. Sehe ich hier irgendwo ein Feuer? Ich meine, wie? Wie soll ich den verbrennen? Kann ich den mit meiner Fackel? Ich habe mein Ziel entdeckt. Okay, Moment. Kann ich mit meiner Fackel auch schlagen? Wir können die Fackel werfen. Das probiere ich aus. Das ist der Ort. Ja, okay. Erstmal wegstecken, das Ding. Das würde mich jetzt sehr interessieren, ob ich einfach die Fackel auf den schmeißen kann. So, da haben wir natürlich ein paar Wachen. Selbstverständlich haben wir ein paar Wachen hier. Wie kehre ich um? Ach so, Sperrgebiet, natürlich. Ich kehre sofort um. Hier auch? Aber ich muss zum Hafen. Ich muss... Verstehe. Danke. Sind das alles Wachen da oben? Scheiße, Mann. Ja, das sind alles Wachen. Leck mich doch, ey. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Was kriegen wir hier? Wurfmesser. Ich hoffe, niemand kann mich sehen. Denn wenn doch, dann war das ein kurzes Vergnügen. Hilfsmittel voll, natürlich. Mit Feuer töten, das ist... Das ist echt, echt lustig. Moment, wir hätten die alle umbringen können. Oh, Moment. Verbrennen die, wenn ich da ein Wurfmesser drauf werfe? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dreh dich bitte um. Der kommt hier hin, ne? Oh, der kommt nicht. Okay. Gut. Fackel aufheben. Oh ja. Die brauchen wir. Wir haben trotzdem immer eine Fackel dabei, ne? Hoffe ich. Da ist also unser Kollege. Ja, ist jetzt die Frage. Reicht das, wenn wir das hier drauf werfen und das Ding explodiert? Aber der verbrennt doch dann nicht, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es echt nicht. Shit. Jetzt kommt der echt schon wieder, ey. Ja, den müsste ich eigentlich... Ja, den bringe ich um. Den bringe ich um, vielleicht die hier oben auch. Und dann habe ich eigentlich einigermaßen freie Bahn, oder? Hoffe ich. Ich will nur mal wissen, ob das reicht. Naja, der brennt nicht. Der ist... Der wurde nur in die Luft gejagt. Das reicht mir nicht. Ist hier jemand drin? Nö, hier ist niemand drin. Nehmen wir ein bisschen was mit. Der kommt. Ey, der kommt in die Richtung. Ich will das mal ausprobieren. Trübsal ist schlecht fürs Geschäft. Lächle, sonst schlage ich dir die Zähne aus. Ernsthaft?
stirbt er jetzt davon? Er ist nicht gestorben. Und er fragt sich nicht, warum er brennt? Du hast dein ganzes Leben vor dir. Ein Leben voller Qual. Ja. Oh, fuck. Nein, hier ist nichts. Eine Fackel? Nein, ist keine Fackel. Rumliegen lassen. Ja, echt, das ist eine Frechheit. Hier passiert mal was. Stirb, Junge. Was ist denn mit dir? Reine Perfektion. Das ist vollbracht. Du musst unerkannt sein. Ja, ich bin ja schon dabei. Was? Lauf ich den echt wieder in die Hände, oder was? Fuck. Komm schon. Also mit 3 Fackeln hat's gereicht. Nee, Freunde, ich meine, das war Perfektion. Ich kann's gar nicht anders beschreiben. Hier liegt Essen. Einfach so, auf dem Dach. Und das nehme ich mir und esse es. Ob das noch frisch ist? Werde ich immer noch gejagt? Ich werde immer noch gejagt. Ja, ist mir egal. Typ. Die können mich mal. Oh, das lief echt gut, muss ich sagen. Kommt schon, Freunde, ihr wisst nicht, wo ich bin. Das war's. So, haben wir hier noch irgendwas? Die lungern immer noch da hinten rum. Ja, okay, weißt du was? Ich könnte mich mal hier hinsetzen. Ich hoffe, das bringt was. Sorry. Meditieren. Okay, das wollte ich schon immer machen. Ich wusste nicht, was es bringt, aber... Anscheinend warten wir einen halben Tag oder so. Und meditieren halt. Wir können doch nicht mal Gesundheit damit regenerieren. Und die suchen uns immer noch? Das macht ja gar keinen Sinn. Was hat das denn gebracht jetzt? Ich dachte, wir sind jetzt safe. Ja, und jetzt? Oh. So langsam klingt es ab. Ich verstecke mich noch schnell im Busch. Okay, ich glaube, das war's. Sehr gut. Warum ist die Kampfmusik immer noch am Laufen? Junge, ich bin nicht mehr im Kampf. So, wo kann ich denn bitte dieses Bruchstück bekommen? Ja, da muss ich hier hochklettern. Ja, da komme ich ja nicht hoch, ne? Dann eben von da hinten. Alter, die Jagdmusik will nicht aufhören. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, wenn die eh nicht aufhört. Wo sind wir hier? Ach du Scheiße. Ich meine, ich war ja schon in diesem Kreis hier, aber dass es jetzt so schwer ist, da reinzukommen, das wusste ich gar nicht. So wirklich bewacht wird das Ding hier nicht, ne? Super bewacht das Ding. Oh, shit. Das... Oh nein! Nein! Fuck, da hier unten. Weißt du, da oben sind keine Wachen, aber hier unten? Wo ist denn da der Sinn? Her damit.
ja. Wie komme ich denn da rüber? Oh oh. Hey, ich hab mich verlaufen, Mann. Hört auf, mich zu suchen. Immerhin hat die, die Kampfmusik aufgehört. Okay, da hinten komme ich rüber, ne? Vielleicht könnte ich mir die Kiste direkt schnappen, die da hinten wartet. Vielleicht. Da gibt es auch noch ein paar Sachen. Thank you. Meter. Hier oben? Wahrscheinlich die Kiste da hinten, ne? Flaschen zu. Ist das so schlau, hier rumzulaufen? Ich will die Kiste. Ich will die Kiste haben. Und was ich will, das nehme ich mir. Okay, so viele Wachen sind jetzt hier echt nicht. Da kann ich auch in Ruhe looten. Och ne, schon wieder so ein Rätsel hier. Komm ich da nicht einfach so rein? Hilfsmittel voll. Essen. Oh ja, Essen brauche ich. Oh, eine glorreiche Erinnerung. Ich bin Soldat und ein Mann klarer Worte. Doch muss ich versuchen, den Besuch des Botschafters zu beschreiben. Der ganze Palast erstrahlte im Glanz. Prächtige Teppiche dämpften den Tritt. Unsere Pferde trugen Sättel aus Silber und Gold. Die ganze Stadt kam, um dem beizuwohnen. Wenn mir der Speer schwer wird und Schweiß meine Rüstung tränkt, werde ich diese Worte lesen und mich an die stolze Freude erinnern, wahrer Größe so nah gewesen zu sein. Das war wahrscheinlich einer der Soldaten, die hier oben gechillt haben, ne? Die habe ich einfach so umgebracht. Wegen der Truhe. Sorry. Okay, ich muss wahrscheinlich dieses Rätsel hier lösen. Anders geht es wohl nicht. Dieses Rätsel. Mal gucken, was das für ein Rätsel ist. Yes. Loslassen. Muss ich... Ach du Scheiße. Warte, hier. Wahrscheinlich muss ich hier den Weg freischießen, ne? Ja, so nicht. Warte, hier rum. Okay. Okay, ihr müsst leider alle weg. Denn ich muss hier durch. Das war sehr knackig, das Rätsel. Truhe plündern, was kriegen wir? Verbesserungsplan. Zandmontur des Aufbegehrens. Sehr gerne. Die nehme ich sehr gerne an mich. So, wo ich eigentlich hin wollte, war doch hier drüben irgendwo. Was wollte ich denn? Was zum Kuckuck wollte ich nochmal? Die Scherbe hier, ne? Ich wollte eigentlich diese Scherbe. Jetzt bin ich hier komplett woanders gelandet. Ja, komm, nimm mal das hier. Hier ist noch was zum Lesen. Historische Stätte. Dann gehen wir da auch mal hin. Kann ich hier... Ja, da kann ich runter. Guck mal hier. Tschüss. Spektakulär. Ja, ja, ich weiß. Okay, was können wir hier finden? Wir müssen uns eh umsehen. Echt schön hier. Hier kann man auch einfach rumlaufen. Und alles sieht einfach schön aus. Ist echt alles sehr, sehr hübsch. Die haben echt super viel Detail hier reingebracht. Also selbst wenn du keine Mission machst, du kannst einfach hier rumlaufen und einfach... Und einfach chillen, einfach spazieren gehen. Wenn du zu faul bist, um in Real Life spazieren zu gehen, dir wird hier die Chance geboten. So, was zum Lesen? Nee. So, das Ding würde ich gerne nehmen. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der sowas hier sieht, oder? Die sehen sowas hier gar nicht. Kodex aktualisiert. Bildungssystem. Die grundlegendste Bildung stand den meisten Jungen und Mädchen in abbasidischen Städten offen. Während die Oberschicht der Gesellschaft von Privatlehrern zu Hause unterrichtet wurde, gingen weniger betuchte Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren in den Kutab,
Ort des Schreibens. Eine Schule, die sich üblicherweise in einer Moschee befand. Sie wurde von einem männlichen Lehrer betrieben, dessen Lohn direkt von den Eltern oder im Falle eines armen oder verwaisten Kindes durch fromme Gaben gezahlt wurde. Seine Aufgabe war es, den Kindern das Lesen und Schreiben durch Abschriften des Korans beizubringen. Dies fand auf einer beliebigen Oberfläche statt. Papier, Lehmtafeln, sogar Sand. Zudem wurden einige Bereiche der Arithmetik und grundlegende religiöse Pflichten wie der Waschungsregeln und Gebete beigebracht. Der am meisten geschätzte Erfolg der Kutab-Schülerschaft war es jedoch, die 6348 Verse des Koran auswendig wiedergeben zu können. Eine Leistung, die dem Kind eine Auszeichnung und sogar eine Ehrenparade durch die Stadt einbrachte. 6348. Ich weiß nicht mal, was ich gestern zu essen hatte. Die meisten Kinder erhielten nach der Grundschule keine weitere Bildung. Es gab jedoch Unterricht für Erwachsene, an dem alle, die zuhören wollten, teilnehmen konnten. Die Themen reichten von Koranauslegung, Recht und Theologie bis hin zu Logik und Medizin. Um zum Meister zu werden, musste ein Schüler an genügend Stunden teilnehmen, bis er genug Wissen hatte, um eine Ijaza, eine Art Diplom, erhielt. Diese Form der Erwachsenenbildung konnte in jedem größeren öffentlichen Bereich stattfinden, insbesondere in Moscheehöfen. Im 11. Jahrhundert entwickelte sich das System weiter und konzentrierte sich auf die Madaris, Schulen für Erwachsene, die durch von Gönnern bereitgestellte Mittel finanziert wurden. Du Gönner, du. In der Forschung wird diskutiert, ob auch Mädchen an öffentlichem Unterricht teilnehmen durften. In der Anwesenheit von Jungen zu sein und zum Kutab zu gehen, könnte zu bösen Dingen wie Belästigung, Übergriffen oder auch nur Gesprächen führen. Oh mein Gott. Das kann ich nicht gutheißen. Mit einem Mädchen zu sprechen, das ist sehr böse. Es konnte zudem verhindern, dass die Mädchen die Haushaltsfähigkeiten erlernen, die von ihnen erwartet wurden. Die Vorstellung, dass sie besser zu Hause unterrichtet werden sollten, war daher recht verbreitet, auch wenn es Ausnahmen gab. Töchter reicher oder gelehrter Familien zum Beispiel konnten vom Heimunterricht profitieren und es sind hunderte Namen weiblicher Gelehrter bekannt. Allerdings wird ihre Zahl von der männlichen Gelehrten dieser Epoche deutlich übertroffen. Echt super interessant. Kutab in Makamat al-Hariri. So sieht das also aus. Vorne die Lehrer und unten die Schüler oder was? Sind das die Schüler? Das sind die Lehrer? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Schön. Wir finden so einiges, was wir lesen. Aber wir haben noch lange nicht alles gefunden. Da kommt auf jeden Fall noch mehr, Freunde. So, ich wollte da hinten hin zu dem... zu dem Aussichtspunkt. Und da gehe ich jetzt auch hin. Ohne Umschweife. Ohne Ausreden, ich werde dorthin. Es gibt nichts anderes, was ich mir jetzt angucken werde auf dem Weg. Außer dieses Buch. Nein, erstmal dahin. Das Buch können wir uns dann nachholen. So, und dann beklaue ich hier noch alle. Ich meine, wir sind immer noch ein Dieb. Ein Attentäter, ein Assassine. Oh, schön. Das sieht aus, als könnten wir hier überall rüberlaufen. Nur hier nicht. Scheiße. Fuck. So, was ist jetzt hier? Kommst du hoch? Ja, geht doch. Ich bitte dich, Basim. So, einmal durch die Wohnung. Und das ist unser Ziel. Ja, weißt du was? Wir gehen einfach mal durch. Wir gehen einfach hoch. Und hier einmal Kletterpartie spielen. Wenn das denn geht. Das sieht gut aus. Ja, der schnauft mir echt krass, der gute Basim. Er kann super klettern. Aber er schnauft, Junge. Das ist ja unfassbar. So. Der nächste Aussichtspunkt gehört uns. Ah,
Ah, die Sounds, diese Musik, ich... Die Atmosphäre hier ist wirklich unfassbar. Unfassbar gut. Es ist wirklich... Da hinten ist dieses Buch. Da sind noch zwei Geschichten. Was ist das da? Verschaffen wir uns einen Überblick. Guck mal gerade, Vogel. Was ist denn das? Was ist das hier? Warum steht da nichts dran? Was ist das? Verzeih mir, Enkidu. Ich war unachtsam. Die schießen meinen Vogel ab? Seid ihr noch zu retten? What the fuck? Ich fass es ja nicht. Okay, wir suchen uns ein neues Ziel. Wow. Schießen ja einfach auf den armen Vogel. Boah, ey, zu dem Palast müssen wir safe noch irgendwann. Deswegen, das hole ich mir nächstes Mal. Was haben wir denn in Inventar bekommen? Verbesserungsplan Rostam Schwert. Und die Zanch-Montur des Aufbegehrens, das weiß ich, ja. Wir haben ein paar Monturen bekommen, Verbesserungspläne bekommen. Damit sollten wir mal zu einem... Ja, wer macht das nochmal? Wer macht das nochmal? Hier so ein Händler hier, oder? Der hier, Schmiede. Oder die hier. Da gehe ich jetzt hin. Wenn das schon hier in der Nähe ist. Klar, keine einzige Schramme. Fliegt einfach in so einen Blumenhaufen. Das tut nicht weh. Aus der Höhe. Bestimmt nicht. Flaschenzug brauche ich nicht. Ich glaube, das ist hier auf dem Boden, ne? Da ist er. Haben auch 24/7 geöffnet. Gefällt mir. Hallo. Ich grüße dich. Sei willkommen. Spielt ihr wieder mit ihrem Geldbeutel. Waren ansehen. So, was haben wir denn? Was gibt es heute bei dir? So viel Auswahl. Da bin ich mal gespannt. So, das Ding können wir verbessern. Der Kriegerseele. Oh, oh, oh. Oh ja, der Held Rostam wurde mit jedem Schlag tödlicher. Das ist sogar das Schwert, was wir ausgerüstet haben, ne? Ja, komm. Wird verbessert. Prachtvoll. Sehr prachtvoll. Pflege deine Klinge. Sie wird es dir danken. Das werde ich tun. Aussehen brauchen wir nicht ändern. Sonst nichts? Nee, ist okay. Hier, guck. Ich gehe dann mal. Das Schwert sieht echt krass aus. Ja, lebt ihr auch wohl. Ich muss noch ganz kurz zum Schneider. Wo ist der nochmal? War der nicht hier in der Nähe? Da. Da steht sogar. Sorry. Hi. Alter, die hatte wieder einen Beutel in der Hand, ne? Schön, dich zu sehen. Wie die einfach ihren Geldbeutel zeigen. Was soll hast das? Du da? Vieles ist frisch reingekommen. Wie der Goldbeutel in deiner Hand. So, was mehr haben Schutz wir? Schutz ist immer eine gute Investition. Montur des Verborgenen, Eingeweihten von aller Mut und Montur des Aufbegehrens. Woran sehe ich, dass ich welches ich anhab? Ist das die hier, die wir anhaben, weil die weiß umrandet ist? Achte gut auf das, was auf dich achtet. Verringert die Auswirkung illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad um 30%. Das ist gar nicht so schlecht. Ich mache immer beides verbessern. Hat sich an dem Aussehen jetzt irgendwas geändert? Ist entscheidend. Natürlich ist es das. Nun gut. Ich glaube, da ändert sich nichts oder ändert sich die Farbe? Ich habe keine Ahnung. Mehr das hier können wir leider nicht verbessern. Das haben wir gerade an, ne? Montur des Verborgenen. Sonst nichts? Sonst nichts? Ich muss aufbrechen. Mein Geldbeutel ist noch viel zu leer. Ich fass es ja nicht. Okay, wir haben ja... ja, die Monturen. Ich sehe schon. Die haben wir an. Die konnten wir leider nicht verbessern. Stille Klinge oder berüchtigt. Fokussegmente fühlen sich um zusätzliche 5%. Ich zieh mal die hier an. Und ich zieh die Verkleidung dabei aus. Die braucht man nicht. Ich will aussehen wie ein Assassine momentan. So, das Schwert haben wir jetzt verbessert. Wunderschön.
Ich bin sehr zufrieden. Na bitte, guck mal. Jetzt sieht's doch schon viel besser aus. Ich meine, das andere Outfit sah auch echt cool aus, aber es sah zu prachtvoll aus, ehrlich gesagt, momentan. Irgendwie hat das dann doch nicht so gut gepasst. Wo können wir hin? Unser Versteck. Ist das hier auf der Map wahrscheinlich gut zu sehen, oder? Kann man hier auch hin? Wahrscheinlich, oder? Irgendwann mal? Ach, hier. Hier ist eins dieser der Häuser. Ist bei uns in der Nähe irgendeins, wo wir hin könnten? Hier könnten wir hin. Welches davon ist das? Ist das hier? Direkt richtig. Haha, geil. Da gehen wir hin. Und auf dem Weg dahin suchen wir uns natürlich allerlei Spielzeug. Je nachdem, was wir halt finden, ne? Guck dir das mal an. Ist das nicht schön? Ich könnte jetzt natürlich mit Paul auch hier rumreiten, aber der ist mir ehrlich gesagt zu langsam in den Städten. Draußen auf jeden Fall außerhalb, aber hier... Nee. Muss nicht. Okay. Die Truhe könnten wir... Oh, weiß ich nicht. Truhe muss jetzt nicht sein. Da haben wir gerade eine gefunden. Wir gehen mal weiter. Aber gerne oberhalb der City. Nicht untertauchen, ich wollte einsammeln. Sachen einsammeln, einfach alles mitnehmen. Hier auf dem Dach, das gehört niemandem. Offensichtlich. So. Oh, guck mal hier, da ist wieder so eine Scherbe. Ja, die hätte ich schon gern. Danach werden wir wieder gejagt, wie so ein Wilder. Ach, guck mal da. Da müssen wir auch noch hin. Oh, bist du hingefallen? Sorry, kann ich dir aufhelfen? Moment. Ich helfe dir kurz auf, ja? Ich hoffe, ihr geht's gut. Eine Pyxis haben wir bekommen. Klar. Wer kennt sie nicht? Die guten alten Pyxises. Pyxisse. Okay, wir sind hier in einem Sperrgebiet. Da hinten ist unser... Nein, was zum Henker? Unser Ziel der Begierde. Sollen wir den jetzt... Sollten wir den jetzt killen? Oh, da steht auch einer. Ja, den sollten wir vielleicht jetzt nicht killen. Da war sogar eine Leiter, die habe ich gar nicht gesehen. Eigentlich will ich ja nur an den Dingern hier vorbei, ne? Ich will ja gar nichts von denen. Wenn wir da schnell durchrennen, haben die ja bestimmt nichts dagegen, ne? Oh, guck mal hier. Geil. Gilman, versklavte Soldaten. Von 811 bis 813 fanden sich in einem erbitterten Bürgerkrieg Al-Amin und Al-Mamun, die beiden Söhne des Kalifen Harun al-Rashid, regierte 766 bis 809, auf unterschiedlichen Seiten wieder. Am Ende wurde ersterer nach einer langen und zerstörerischen Belagerung Bagdads hingerichtet und letzterer bestieg den Thron. Oh, Alter. Die Brüder haben sich bekämpft. Boah, das ist hart. Diese Ereignisse ließen Rufe nach Truppen laut werden, die nur dem Kalifen treu waren und sorgten für andauernde Spannungen zwischen den Gruppierungen der Oberschicht, die jeweils einen der beiden Brüder unterstützt hatten. Al-Mamun, 813 bis 833 und sein Nachfolger Al-Mutasim, 33 bis 42,
lösten das Problem, indem sie ein Berufsheer aushoben, das vor allem aus versklavten Knaben und Männern von den Turkstämmen Zentralasiens bestanden. Diese waren für ihre Reitkunst und als treffsichere Bogenschützen bekannt. Von diesen Gilman, Plural von Gulam, was Diener bedeutet, wurde erwartet, dass sie ihrem Herrn treu dienten. Nach Abschluss einer Grundausbildung schloss sich ein Gulam der Elitewache als berittener Krieger an. Ihre einheitliche Kleidung und sonstige Aufmachung wurde von mittelalterlichen Autoren erwähnt und erhaltenen Bildern wie diesem hier dargestellt. Hier rechts. Also hier, genau unter mir. Jedes Jahr wurden Beurteilungen vorgenommen, bei denen der Kalif persönlich jedem seiner Reiter auf Grundlage seiner Leistung einen bestimmten Rang mit entsprechender Bezahlung zuwies und einen Treueschwur leisten ließ. Durch dieses System erhielten die abbasidischen Herrscher eine Berufsarmee, auf die sie sich verlassen konnten und die viele Jahrhunderte Bestand hatte. Mehrere rivalisierenden Herrscher übernahmen das System. Allerdings war es nicht frei von Problemen. Mit der Zeit gelangten diese neuen Soldaten an Posten mit beträchtlicher Macht und Einfluss innerhalb der herrschenden Klasse. Chronisten dieser Zeit beschrieben Spannungen, die von der Anwesenheit der Gilman in Bagdad herrührten. Diese Situation könnte der Grund dafür gewesen sein, dass Al-Mutasim die Heere in die neue Hauptstadt Samarra verlegte. Die beachtlichen Kosten für die Aufstellung und den Unterhalt dieser Berufsarmee verschlangen einen Großteil der Erträge des Kalifen. Dies führte im späteren 9. Jahrhundert zu einer finanziellen Schieflage. Das ist nicht so gut für den Kalifen, stehende Figur eines Gulam. Ja, die hatten sehr kurze Beine damals. Okay. Wir haben hier... Okay, so eine Seite... Oh, es gibt so viel wieder. Ich lasse mich überhaupt nicht ablenken. Man merkt's. Nadine, der Befehlshaber. Das ist ein Ort? Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich suche mir eine... Oh. Oh, hallo. Was gibt's denn hier? Sperrgebiet? Aber ich will ja dieses Ding haben. Wahrscheinlich hier über uns, ne? Hey! Das sieht doch keiner. Ich sehe mich selber gar nicht mehr. Wo bin ich? Und wer hat da Hey gerufen? So. Versuchen wir mal, ohne Kill durchzukommen. Ab jetzt. Ich befürchte, das wird nicht klappen. Aber vielleicht ja doch. Hier komme ich nicht durch. Shit. Oh mein Gott. Kann ich das Ding von hier plündern? Danke. Guckt irgendjemand in meine Richtung? Oh Gott. Er kommt auf uns zu. Doch nicht. Glück gehabt. Ist hier jemand über mir? Ja, aber der wird uns keine Probleme machen. Wo soll ich jetzt hoch am besten? Weil ich kann nicht durch die Tür. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist es das, was ich suche? Einsammeln? Einsammeln? Einsammeln. Oh ja, das ist es. Ein Rätsel. Und jetzt ganz schnell weg hier. Aber ganz schnell. Ich bin aus dem Schneider, ne? Keiner sucht mich. Ich meine, ich habe nichts damit zu tun. Ich schaue mir mal das Rätsel an. Junge. Hm, was denn? Ach so, das haben wir auch gefunden. Eine Pyxis. Dieses kleine Gefäß aus wertvollen Materialien wie Elfenbein wurden in Byzanz für die Aufbewahrung von wertvollen Dingen wie Düften und Kosmetika verwendet. Natürlich. Selbstverständlich war es das. Mhm.
Okay. Und wir haben noch was bekommen, nämlich dieses Rätsel. Löse dieses Problem schnell für mich. Kaufleute in dem Dorf nordwestlich von Jarjaraya weigern sich, ihre Steuern zu bezahlen. Eine Entschädigung mit Zinsen ist fällig. Finde ihre Lager und gleiche die Bücher angemessen aus. Erstatte Bericht, wenn du fertig bist. Nutze alle alle nötigen Mittel? Das soll ein Rätsel sein? Das ist einfach ein Auftrag. Bring alle um. Hä? Okay, ich meine, ja, ich mach's. Ist ja gut. Zwing mich doch jetzt nicht so. Okay, aber ich möchte... Was? Wir werden gesucht. Wo kann ich denn untertauchen? Ist hier irgendwas? Oh mein Gott, die gehen echt auf mich los. Willst du mich verarschen? Die haben mich nicht mal in Verbindung gebracht mit diesem Mord. Das geht überhaupt nicht. Okay. War das alles? Alter, wie die mir einfach hinterherlaufen. Aus... Das ist einfach nur... Aus Verdacht. Das ist unfassbar.